Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Heute bekommt ihr von mir ein One-Pot-Süßkartoffelgericht. Und zwar eine Süßkartoffelpasta. Vegetarisch. Nee, sogar vegan. Ich habe heute einfach mal geschaut, was ich so da habe. Und habe dann damit experimentiert. Ja, und diese Süßkartoffelpasta kam dabei heraus. Aber zunächst einmal zu meiner Frage an euch, ob ihr auch der Meinung seid, dass nicht jede Nudelsorte gleich gut zu jedem Gericht passt. Also zunächst einmal Dankeschön, dass ihr geantwortet habt. Das war wirklich sehr lieb. Aber ich habe euch ja auch gedroht. Ich habe ja gesagt, wehe, wenn ihr nicht antwortet, nicht wahr? Okay, also, das sieht ja nun wirklich jeder anders. Einige sind meiner Meinung und manchen ist es auch ganz egal. Hauptsache Nudeln. Die kleinen, wie mir scheint, gehen also nur nach dem Aussehen. Das schließe ich aus dem Kommentar von Sunny. Der war ungefähr so. Mein Sohn sucht sich die Nudeln nach dem Aussehen aus. Am liebsten verfalle, da sie laut ihm wie ein Schmetterling aussieht. Süß. Aber recht hat er. Ja, und nun zu meiner Meinung. Also ich finde, kurze Nudeln, also diese Spiralen und auch hier diese Penne und was weiß ich noch welche, eignen sich gut zu Soßen mit Gemüse drin oder auch zu Sahne- und Käsesoßen. Spaghetti passen meiner Meinung nach besser zu Pesto oder Tomatensoße oder auch Knoblauchöl. Und für Nudelsalat mag ich auch gerne diese Schmetterlinge, also Verfalle, oder diese Hörnchen, Muscheln oder wie die heißen, und Gabelspaghetti. Also mit diesen Hörnchen oder Muscheln meine ich die, die dicker sind als die Gabelspaghetti. Nee, die sehen schon aus wie eine Muschel, genau. Und ich glaube, Hörnchen gibt es auch und die sind dann dicker als die Gabelspaghetti. Jedenfalls so kleinere Nudeln mag ich auch gern zu Nudelsalat. Ach, noch etwas zu Nudeln. Wenn ihr mal welche übrig habt, Spaghetti oder was auch immer, die müsst ihr nicht unbedingt braten oder einen Auflauf daraus machen. Ihr könnt die Nudeln nämlich ganz einfach wieder aufwärmen. Schmeißt sie in einen Topf mit ein bisschen kaltem Wasser. Also von der Höhe her würde ich sagen so einen halben oder einen Zentimeter. Kommt ja drauf an, wie viele Nudeln drin sind. Aber das reicht. Und dann den Herd auf hoher Stufe erstmal anstellen, dann ein bisschen runterschalten, natürlich dabei umrühren und warten, bis das Wasser verkocht ist. Das geht ruckzuck und die Nudeln sind wieder wie frisch gekocht. Wirklich. So, doch nun mal hier zu dieser Süßkartoffelpasta. Na, ich habe dieses Öl genommen, wie man sieht. Ach, und da hinten im Bild sieht man meinen Mundschutzvorrat, ne? Küchenrolle und Haushaltsgummis, die habe ich mir nämlich jetzt gekauft, damit ich nicht diese Unaboxen-Gummis nehmen muss. So, dann kommen wir jetzt mal zur Süßkartoffelpasta. Also die Süßkartoffel ist eigentlich gar keine Kartoffel. Sie gehört nämlich nicht zur Familie der Nachtschattengewächse, sondern der Windengewächse. Aber ich will hier nicht klug scheißen. Ist ja auch ganz egal. Mir schmecken beide, die süß und die richtige Kartoffel. Aber ich würde jetzt keinen Kräuterquark zur Süßkartoffel essen. Also das, finde ich, passt überhaupt nicht. Da brauche ich dann tatsächlich die richtige Knolle. Ja. Gesund sind beide. Sie enthalten einfach teilweise nur unterschiedliche Nährstoffe. So, genug gelabert. Jetzt kommen wir mal zum Rezept. Ich halte mal so. Kann man das gut sehen? Ich hoffe. Also, zunächst einmal 2 Esslöffel Olivenöl. Ich habe Olivenöl genommen, weil ich finde, das passt besser zu diesem Gericht. Olivenöl natürlich nicht so stark erhitzen, ne? Da ist der Rauchpunkt ja niedriger. Dann wird es ungesund. Also nicht den Herd auf volle Pulle. Ist in dem Fall sowieso nicht gut, weil die Zwiebeln und der Knoblauch sollen ja nicht anbrennen. Also vorher müsst ihr natürlich Zwiebeln schälen und in Stücke schneiden, Knoblauch schälen und ja zerkleinern oder wie ich mit der Knoblauchpresse
Oder wenn ihr gar keinen Knoblauch habt, könnt ihr auch, also frischen Knoblauch, könnt ihr auch, wenn das Gericht fertig ist, Knoblauchpulver drüber streuen. Das schmeckt genauso. Ich habe das ausprobiert. Ich habe einen Teil so gemacht, einen Teil so. Also geht wirklich beides. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was besser schmeckt. Aber sicherlich ist frischer Knoblauch gesunder. So, also fangen wir mal an. Ja, und die Süßkartoffel ist logisch natürlich auch zerkleinern, ne? Und hier seht ihr mal, ich habe da nicht so mega kleine Stücke gemacht. Ja, so wie Gulasch, würde ich sagen, ne? Und die Zwiebel, wisst ihr ja, kennt mich ja schon, mache ich auch nicht mega klein. Sieht man die? Kann auch sein, das ist Lauch. Also das da ist natürlich Lauch. Oder Porree. Ich weiß nicht, wie ihr das nennt. Ich nenne das Porree. Ich habe mir jetzt Lauch angewöhnt, weil das wohl in Hessen gebräuchlicher ist. Aus Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, ist Porree gebräuchlicher. Okay, fangen wir an. So, also, alles zerkleinert, dann 2 Löffel, Esslöffel Olivenöl erhitzen, nicht so stark. Dann die Zwiebeln, 2 Stück, bei mir waren es 150 Gramm. Dann 1 bis 2 Zehen Knoblauch, wie man möchte, wie man mag. Ab ins erhitzte Öl, glasig dünsten. Dann 2 Esslöffel Tomatenmark, 40 Gramm, dazugeben, kurz anbraten. Dann 1 Esslöffel, ich habe den ziemlich voll gemacht, also ziemlich gehäuft, drüber streuen und dann die Süßkartoffel. Bei mir war es eine große, also größer als die, die ihr hier seht. Die war echt riesig, die hatte 498 Gramm, ja. Deshalb habe ich hier 500 Gramm geschrieben. Und dann eine Stange Porree oder Lauch. Bei mir waren es 150 Gramm. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte keine frische. Ich habe ja gesagt, ich gucke, was ich da habe und nimm das. Und in meinem Gefrierfach war Lauch. Den hatte ich aber eingefroren. Also nicht fertig gekauft, sondern das war frischer von mir eingefroren. Also Süßkartoffel und Lauch. Zerkleinert natürlich, ist klar. Jetzt dazugeben. Dann 1 Liter Wasser drauf. Und 250 Gramm Nudeln. So, jetzt aufkochen lassen und dann köcheln lassen. So 10 Minuten. Dann sind die Süßkartoffeln auf jeden Fall gar und die Nudeln auch. Ich habe es 15 Minuten gemacht. Ihr wisst ja, ich mag die Nudeln lieber weich. So, und dann anschließend mit Salz, schwarzem Pfeffer und Paprika edelsüß würzen. Das war's schon. Ich zeig's nochmal hier. Was man braucht, aber ihr seid ja nicht blöd, das ist ja jetzt klar, ne? So, ich habe dieses Öl genommen. Ich glaube, das ist auch aus dem Aldi Süd. Auf jeden Fall Olivenöl. So, ihr könnt ja auch hier anhalten. Ich mach's noch mal so. Ja, und jetzt habe ich mal eine Frage. Wie war denn gestern euer Vatertag? Also, ich glaube ja, dass der Vatertag noch nie so friedlich abgelaufen ist wie dieses Jahr. Da ja diese Massenveranstaltungen ausgefallen sind. Hier sind jedenfalls keine geschmückten, traktorgezogenen Anhänger durch die Straßen gefahren. Also gehe ich mal davon aus, hatten sicher auch Polizei und Krankenhäuser weniger zu tun als in den Jahren zuvor. Denn es kam ja leider durchaus zu Schlägereien und Unfällen aufgrund der Sauferei. Machen wir uns nichts vor, ne? Ja, habt ihr denn was unternommen? Wart ihr unterwegs oder seid ihr zu Hause geblieben? Oder wart ihr so besoffen, dass ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt? Na, ich hoffe ja nicht. Ach, schaut mal, was ich in unserem Familienchat erhalten habe. In unserem WhatsApp-Familienchat. Mal gucken, ob man das erkennt. Guck mal, da steht: Denkt dran, auch am Vatertag gilt die Abstandregel unbedingt einzuhalten. Nee, das steht da gar nicht. Denkt dran, auch am Vatertag gilt die Abstandregel unabhängig vom Zustand. Ja, natürlich ist er einzuhalten. Also, so wie auf dem Foto ist es vorbildlich. Guckt mal. Alle besoffen, aber mit Abstand. Obwohl da, die halten ja nicht so wirklich Abstand. Naja, ist ja auch nur ein Gag, ne? Und was habe ich noch erhalten? Noch ein Spruch. Wie war denn das? Ach so. Warum ist der Vatertag immer an Christi Himmelfahrt? Weil nach dem Trinken die Rückkehr zum Ehedrachen einem Himmelfahrtskommando gleicht. Ist doch witzig. So, meine Lieben, das war's.
Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Macht's gut, bleibt gesund.